Zu mir, flammender Tronachen! Okay. Geht das jetzt auf? Warum geht das nicht? Das muss ich jetzt beachten. Okay. Wir haben es geschafft. Zum Glück sind die ein bisschen kleiner als bei Oblivion. Keine einfache Aufgabe hier, aber ist doch bewältigbar. Okay, jetzt hier rein. Gut, 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 gut. Nächste Tore. Dann laufen wir einmal nach da. Seid gegrüßt. Jawohl. Ich muss immer warten. Aber es ist besser, das bringt mir nur Training. Nächstes Tor. Die Zuflucht des Grauens. Gruppenverliese lassen sich immer durch eine erkennen. Aha. Das ist eine Fackel mit einem Plus. Wir brauchen noch mehr Flammen. Flammende Krieger. Ist das ein Flammenkrieger-Zeichen gewesen? Wer wartet da auf mich? Einer? Okay. Yo, yo, yo. 3. Und ein komisch starker Zauberer. Meine Ulti könnte ich also schaffen. Ich gehe zuerst auf den schwachen Magier. Jo. Einmal Feuer. Und dann nochmal den anderen heiligen Schaden. Mist. Okay.
Enge Kiste, aber geschafft. Okay, zwei. Um der Ecke sind da, um die Ecke sind keine. Und zack. Dein Freund war aber schnell tot. Okay, solange ich noch Inventarplatz habe. Das sieht gut aus. Okay, zwei. Und zack. Ah, warte, ich habe, glaube, einen Fehler begangen. Ich muss zuerst diesen anderen Skill machen. Weil ich dann auf den darauffolgenden mehr Damage mache. Hat aber jemand Schwein gehabt, weil ich einen Weg hier frei gemacht habe. Holla die Waldfee. So, okay, auf zum nächsten. Der ist ja genau auf der anderen Seite. Dritte Tür. Was will denn, sieht alle Farben hier? Okay. Der Magier scheint gut klar zu kommen. Folgen wir ihr gleich mal. Vielleicht ist es dann ein wenig einfacher hier durchzukommen. Okay. Okay, die hat bestimmt auf uns ein bisschen gewartet. So, ich muss immer auf meinen Mana achten.
Alter, wie stark ist sie denn? Bitte. War bestimmt Level 100. Wenn es das auch nicht gibt. Okay, na dann haben wir das. Was? Wen denn? Ich sehe ja noch niemanden, irgendwelche Gegner. Ah. Also an der Spinne hätten wir bestimmt ganz schön zu knabbern gehabt. Oh, Alter. Na gut, die ist Level 15. Ist ja verständlich, dass die so gut ist. Die Tore sind geschlossen. Und Tamriel ist ein kleines bisschen sicherer. Was haltet ihr davon, Estre zu töten? Wo ist der Schlachtenvogt? Er und Sinjin sind schon drin. Wir müssen noch ein letztes Portal schließen. Sippenhochfürstin Estre hängt an Dagons Robenzipfeln. Sie versteckt sich in den Totenländern. Werdet ihr mich begleiten, Ras? Es wäre Rasumdar eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Folgt ihm, er geht voran. Ich folge euch auf dem Fuße. Dieser hier wird die Tür öffnen. Gut, ihr seid beide hier. Wir holen uns Estre. Und dann geht's mal los. So viele Portale auf einmal. Ich habe die jetzt das erste Mal gesehen, bin das erste Mal in diese Portale rein und jetzt habe ich gleich 4 Stück hintereinander und es ist nicht mal so einfach gewesen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Solo-Portal hier. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Genau, wo sind meine Freunde? Freunde, seid ihr da? Nö, nicht wirklich. Scheint gar nichts los zu sein. Ach, dort. Lasst uns das beenden. Was haben wir denn hier? Ein Lamm. Ihr wart. Die Macht von Neruns Dagon herauszufordern? Zu mir, Flammenatronaren! Estre! Okay, da war sie wieder, unsere Magierin. Wir treffen uns in Tamriel. Brief mit versenkten Rändern.
An meinen Herren, Manny Marco, König der Würmer. Ich bin an einer Vereinbarung bezüglich der Sommersendinsel interessiert. In Eiren und ihrem Alt-Mary Dominion haben wir einen gemeinsamen Feind. Ich werde eure Ziele nicht im Wege stehen. Ich wünsche lediglich eine kleine Domäne für mich selbst. Auridon mit Himmelswacht als meiner Hauptstadt. Wir sind beide intelligente, mächtige Wesen. Ich bin mir sicher, dass wir ein Abkommen schließen können, das nun beiden nutzt. Ich warte begierig auf eure Antwort. Sippenhochfürstin Estre, der Erinorne. Okay, das hat dann wohl jetzt im Endeffekt nicht geklappt. Wir haben es ja vereitelt. Es war wieder ein schwieriges Unterfangen, aber wir haben es gemeistert. Sehr schön. Kann ich mir wieder auf die Brust klopfen. Das mit Level 13. Okay, hier sind nochmal Bücher. Da muss man ganz schnell lesen. Ah nee, Knochen brauchen wir nicht. Ich hab jetzt langsam genug Knochen. So, noch was hier? Nee, hochgehen wir, ne? Egal. Überrascht mich. Natürlich. Estre tot. Rilis gefunden. Rasumdar hätte nicht mehr verlangen können. Selbst dieser muss zugeben, dass ihr gute Arbeit leistet. Der heutige Tag hätte ganz anders ausgehen können, wenn ihr nicht den Angriff geführt hättet. Was nun, Ras? Königin Eiren ist eingetroffen. Sie ist draußen mit ihrem Gefolge. Dieser ist sicher, dass sie euren Bericht hören wollen wird. Geht. Wir unterhalten uns bald wieder. Wie erwünscht. So, jetzt sind wir wieder der Held von Tamriel. Eiren. Der Schlachtenvogt sagte mir, dass Estre tot ist. Ich betrauere ihren Verlust. Sie ist die Vergangenheit und ihr seid unsere Zukunft. Euer Dienst an unserem Volk war vorbildhaft. Ihr habt euch als wertvoller Gewinn für das Alt-Meri-Dominion erwiesen. Vielen Dank, Eure Majestät. Unter all jenen, die meine Stimme achten, werdet ihr in Ehren gehalten und immer willkommen sein. Unsere Allianz aus drei Völkern ist zerbrechlich, aber prachtvoll. Mit euch in ihrem Herzen bin ich sicher, dass das Bündnis und der Pakt bald lernen werden, den Schrei des Adlers zu fürchten. Mhm, okay. Sippenhochfürstin Estre mag zwar besiegt sein, aber es gibt immer noch jene, die sich dem Dominion entgegenstellen würden. Das Schleiererbe ist der Beweis dafür. Sippenhochfürst Rilis und mir steht noch viel Arbeit bevor. Okay, wie könnte ich behilflich sein? Der König der Waldelfen hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass etwas Unmut in Eldenwurz, unserer Hauptstadt, aufgekommen ist. Trefft euch mit König Camoran Eradan und arbeitet daran, diese Zwietracht zu beenden. Sobald die örtlichen Angelegenheiten geregelt sind, treffen wir uns in Eldenwurz. Wie gelange ich nach Eldenwurz? Reist nach Himmelswacht und sucht nach Kapitän Jimila. Ich habe gehört, sie wäre ein verlässlicher Kapitän mit einem schnellen Schiff. Sie kann euch zum Hafen von Anfurt bringen. Das ist nur ein kleines Stück südlich von Eldenwurz. Und falls sie sich irgendwie anstellt, dann richtet ihr aus, dass ich euch schicke. Ich werde nach Eldenwurz gehen, Eure Majestät. Das werde ich tun, das werde ich tun. So, dann dürfte es ja jetzt nicht mehr so viel sein. Ich bin jetzt noch ein bisschen überrascht. Wie kann ich heute die Ziele des Dominions fördern? Ach so, weil ich jetzt in dieser Stadt bin, deswegen... Das war jetzt... Wenn ich jetzt hier reingehe... Na, chillt ihr? Hey, das ist doch Rasum da. Da chillt jetzt erstmal eine Runde. Ja, genau. So, jetzt rauszoomen. Was sehen wir dann? Kriegergelder. Magiergelder. Was untersuchen? Die Untersuchungen trocknen. Können wir mal noch ein bisschen rausscrollen, danke. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch das da oben. Und das da oben.
scheint ja ein eine Instanz zu sein. Da muss ich dann noch überlegen, wie ich das am besten mache. Ich laufe jetzt nicht mit euch dorthin, sondern schauen wir das natürlich erstmal an. Ne? Damit ich mir einen kleinen Überblick verschaffen kann. Und sobald ich dann weiß, wie ich es handhabe, werde ich natürlich wieder eine Folge mit euch machen. Ich werde es nicht das zweite Mal spielen, sondern ich werde wirklich das erste Mal mit euch dort reingehen, dann mache ich die Aufnahme. Ihr wollt ja sehen, wie ich gewinne oder verliere. Also, bis dann.